So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, gestern habe ich mir auch den Skin geholt, den nagelneuen. Aber wir gehen auch direkt rein in den Shop, denn es gibt heute schon wieder einen neuen Skin. Also zurzeit gibt Fortnite ganz schön Gas. Und der Skin sieht auch recht nice aus und wieder passt mein Rücken. Also es war perfekt hinten drauf. Ah, ist natürlich... Und doch, der Skin ist schon nice. Das Problem ist, was mich hier immer stört. Ah, so. So können wir das mal in Ruhe angucken. Ah, doch. Ist in Ordnung. Also für 800 V-Bucks machst du hier bei dem Skin definitiv nichts verkehrt. So, was haben wir des Weiteren drin? Einmal die Einsicht. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Er wechselt es immer wieder so, ne? Dann den Skin gibt es aber in zwei Varianten. Einmal in grün und einmal hier in diesem lila. Ah, gut, ja, ist Geschmackssache. Gut, wir sehen den Skin ja eben meistens von, ja, ist, ja, ist okay. Sagen wir mal, ist okay. So, des Weiteren haben wir noch drin. Weitschuss? Hört mir doch gerade, oder? Hä? Ach ne, das war die männliche Variante, jetzt, eben war die weibliche Variante, jetzt ist die männliche Variante. Lol, ein bisschen lost heute Morgen. Dann haben wir Ohren wieder zurück. Ja gut, die Anime-Skins sind eh nicht so meins. Das ist halt wirklich eine reine Geschmackssache. Dann natürlich die Nullhacke. Grüße gehen auch mal raus. Wurde mir ja geschenkt. Dann Flobber ist wieder zurück mit seinem Schild auf dem Rücken. Zack. Und dann Scampi ist wieder da. Scampi. Dann der Liebesranger ist dabei. Also der alte Liebesranger. Oh Gott, was wurde der früher, glaube ich, schon gekauft? Mit den passenden Flügeln. So, dann haben wir noch die Tattoo-Hacke. Wir haben noch gar keinen Valentinstag. So, das war Marius. Und dann haben wir Schmetterinchen drin. Auch ein schönes Skin, wie ich finde. Auch das Rückenaccessoire ist schon nice. Also das Rückenaccessoire hat mal was. Aber auch hier passt wieder das Rückenaccessoire von mir. So, dann haben wir totaler Nullpunkt. Ah, kennt jeder. OG-Skin. Dann echt intensiv wieder zurück. Ding, 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 ding. Ja, lang, lang ist es her. Dann extraterrestrial. Bim, 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 bim. So, dann haben wir dieses Emote. Das ist sehr, sehr alt. Also wer das schon vorher hatte, der tut mir jetzt wirklich doch ein bisschen leid. Weil wenn da irgendwas nach 800 Tagen wieder in den Shop kommt, dann... Jajajaj. Aber ganz ehrlich, ist auch kein Emote, was man jetzt oft gesehen hat. So, dann haben wir noch Chaka. Und das müsste es eigentlich schon wieder gewesen sein. Ja, dann haben wir die Walking Dead Geschichte drin. Dann der Beast Boy Paket immer noch drin, Batman noch drin, Ritter der Runden Tafel, ein Doppelagenten und natürlich unser ewiger Verfolger, das letzte Lacher Paket. Dann guck ich noch gerade ganz schnell wegen V-Bucks, gestern war ja nichts, ne. Heute wird leider auch nichts mit gratis V-Bucks in Rette die Welt, außer halt die Tagesaufgabe heißt heute nur 50 V-Bucks in Rette die Welt. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, gebt nicht zu viel Geld aus, wenn ihr Geld ausgeben wollt. Dann natürlich gerne mit meinem Creator Coach, haben sie aber nicht eingetragen, immer ganz gefährlich. Und einfach yt-familyhack und dann auf annehmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.